Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, es stimmt, ich komme aus Berlin, um es einzugrenzen, dort aus dem wunderschönen und sehr idyllischen Bezirk Neukölln. Da kennt jemand den Stadtteil, ja. Ich habe, wie der Name es erahnen lässt, türkische Wurzeln und ich war tatsächlich Polizist, ja, und zwar in Kreuzberg. Ich weiß, jetzt gibt es an dieser Stelle oftmals fragende Gesichter, hey, wie war es denn, nur Türke oder Polizist? Es geht beides. Ich meine, gut, okay, ich gebe jetzt zu, für so einen Deutsch-Türken aus Neukölln vielleicht nicht gerade normal Polizist zu werden. Für viele Menschen ist Neukölln ja ein sogenannter sozialer Brennpunkt mit vielen sozialen Minderheiten, also Leuten mit Schulabschluss, einer geregelten legalen Arbeit oder der netten Familie in der Nachbarschaft. Vater Kroate, Oma Serbin, Opa Kosovo-Albaner. Ja, eine exklusive Mischung. Ich bin auch vermutlich der Einzige bei mir aus dem Block, der freiwillig zur Polizei gegangen ist und nicht mit Blaulicht und Sirene abgeholt wurde. Ja? Ja, ich habe das ja gemacht, um da rauszukommen. Raus aus dem Ghetto, raus aus Neukölln. Ich dachte mir, Mensch, vielleicht wirst du ja irgendwo eingesetzt, wo man als Polizist doch gegrüßt wird. Vielleicht sogar mit einem Lächeln. So wie hier. Ja? Und nicht gleich mit einem Springmesser. So. Und nach Kreuzberg bin ich gekommen. Ich bin sozusagen... Also ich war Kreuzberger Polizist mit Neuköllner Migrationshintergrund und als ein solcher, man erlebt so einiges. Und du musst vor allen Dingen auch flexibel sein in deinem Job. Und das wiederum ist mir immer ganz gut gelungen. Das lag vermutlich daran, dass ich diesen Beruf stets als Dienstleistungsgewerbe gesehen habe. Dienste am Menschen. Und ich habe immer versucht, mich auf die persönlichen Bedürfnisse der Kundschaft ganz speziell einzustellen. Zum Beispiel habe ich meinen jungen Türken festgenommen, der hatte so ein Moped geklaut. Ich den da runtergeholt, war so am Durchsuchen und da kam prompt der oft gehörte, heißgeliebte Spruch: Ey, nur weil ich schwarze Haare hab, wa? Ja, nur weil ich Türke bin. Ja, bei Deutschen machst du anders. Voll Nazi. Servicegedanke? Ach so, ja. Ja! Einen deutschen Kameraden hätte ich selbstverständlich laufen gelassen. Ich kann nämlich keine Ausländer leiden und ganz besonders keine Türken. So, der jetzt voll am Ausrasten. Siehst du, habe ich gesagt, du wirst sehen, ich mache so Beschwerde. Ey, Walla, klick, klick, ey, du wirst sehen, ich werde so Beschwerde machen. Meine Kollegen kommen an mit dem Polizeiauto. Ich mache hinten die Tür auf. Ey, ich will Beschwerde machen. Der hier ist Nazi, hat er selber gesagt. Ich habe Zeuge. So, meine Kollegen gucken ihn an. Guck mich an und ich dann zu ihm, Kardeşim, bana mı diyorsun? Hadi hadi, Adlar abi. So, das war türkisch, dieser Blick aus dem wegfahrenden Polizeiauto, unbezahlbar. Ne? Dankeschön, viel Spaß noch.